Jo Leute und willkommen zu einem weiteren Spieletest. Heute spielen wir Super Defenders. Ich weiß, ein schrecklicher Name für ein relativ tolles Game. Und zwar ist es ein Tower Defense Game und ich habe einfach schon mal ein Level auf einem sehr hohen Schwierigkeitsgrad gestartet, um euch zu zeigen, worum es hier geht. Es ist so, dass man hier Truppen setzen sowie upgraden kann, um diese Truppen, die hier langlaufen, daran zu hindern, von hier nach hier zu laufen. Und es gibt sowohl Truppen, die Hitpoints haben und die man aufs Feld setzen kann, als auch Truppen wie hier, die Schaden dauerhaft machen, die natürlich am Anfang dementsprechend eine sehr gute Investition sind, da diese ja quasi dauerhaft da sind und andere Truppen mit ihren Hitpoints zeitweilig unterstützen. Diese sind allerdings gegen Ende dafür äußerst hilfreich, da sie natürlich dafür in der Zeit, die sie da sind, für ihre Kosten stärker sind als die schießenden Truppen. Ich kann euch die einzelnen Truppen ja auch mal erklären. Dieser hier, den ich hier gesetzt habe, der hat den Effekt, dass er Flächenschaden macht. Der hier, den ich jetzt nicht antippen kann, der hier dazwischen, weil wenn ich ihn antippe, zünde ich einen Special Move, hat einen relativ soliden Single Target Damage für niedrige Kosten. Dann gibt es noch... Ach, ich erkläre das alles, während ich sie setze, denn ich verwende normalerweise in so einem Try alle Truppen. Ich setze jetzt erstmal noch einen zweiten mit dem Flächenschaden, um schon mal alle Truppen, die hier ankommen, gut anzuchippen, was gerade im Early Game sowieso eine sehr, sehr kluge Entscheidung ist. Mit dem Pfeil du trägst, kann ich das Tempo erhöhen. Solange ich auf etwas spare, ist dies eine äußerst kluge Idee, um einfach Zeit zu sparen. Dann setze ich hier jetzt noch einen Charakter mit Slowdown-Effekt, der dementsprechend meinen Truppen ermöglicht, mehr Schaden anzurichten, bis die gegnerischen Truppen durchgerannt sind, was sich somit auch lohnt, hin und wieder einzusetzen. Dann setze ich hier noch einen zweiten Single Target Damage und bin hier gezwungen, einen sogenannten Crazy Dino zu setzen, der relativ viel Power liefert und für mich die Funktion erfüllt, die Truppen hier zu Range killen. Des Weiteren zünde ich hier jetzt mal einen Special Move. Sieht sehr spektakulär aus und richtet guten Schaden an, damit mein Crazy Dino nicht so sehr angechippt wird, damit ich ihn länger als Backup verwenden kann. Jetzt kommt hier eine weitere Welle an Truppen angerannt. Die zwei großen kriege ich wahrscheinlich nicht weg, weshalb ich hier einen Flächenschaden-Special-Move zünde, um beide großen Truppen schon mal gut anzuchippen. Der Crazy Dino, dieser hier, wird den Rest tun können. Ich zünde hier dennoch ein Feuerball, damit A, mein Crazy Dino nicht so angechippt wird und B, ich diese Truppe antippen kann, um sie abzugraden. Denn jetzt habe ich hier schon einen ganz guten Single Target Damage aufgebaut. Allerdings muss dies noch ausgebaut werden. Doch vorher, na wobei, nein, ich baue ihn lieber aus. Ich wollte gerade noch eine andere Truppe setzen, aber es wäre ein Fehler gewesen. Jetzt ist auch der Crazy Dino in der Lage, ein Special zu verwenden. Dies werde ich definitiv auch tun. Ich warte nur, bis die anderen da sind, denn der Special macht Flächenschaden. Jetzt aktiviere ich den sogenannten Crazy Stomp und hau all diesen Schaden, all diesen Truppen ordentlich Schaden rein. Dann speede ich das nochmal kurz, weil ich gerade nicht so genau weiß, was ich als nächstes setzen möchte. Ich tendiere dazu, die Truppe für 20 zu setzen. Das ist eine Support-Truppe, die zwar soliden Single-Target-Damage anrichtet, aber für ihre Kosten eigentlich nicht ganz wert ist. Jetzt bin ich nicht mehr in der Lage, die Truppen am Durchlaufen zu hindern. Andererseits muss ich dies tun, um wieder an Geld zu kommen. Dies werde ich jetzt erstmal über Slow erzielen. Dann mit mehreren Specials werde ich dahin führen, dass ich wieder diese Truppen wegbekomme, um hier letztlich einen Crazy Dino zu setzen, der mir die Truppen auffällt, damit ich sie besiegen kann. Allerdings, wow. Dann muss ich hier einen Rubberman setzen, der ist deutlich schwächer, aber halt auch um einiges günstiger, um ganze 5 Punkte, da ich einfach nicht mehr an Geld komme. Was allgemein ein großes Problem an dem Spiel ist, dadurch, dass man nur Geld bekommt, also ein großes Problem, davon geht halt Schwierigkeit aus, dadurch, dass man nur an Geld kommt, indem man Kills holt, verdammt, ist man, sobald man in die Bredouille kommt, ordentlich am Arsch, kann man sagen, weil das geht doch nicht. Solange man keine Kills holt, hat man ein Problem. Jetzt haben wir es zwar geschafft, aber nicht flawless, weshalb wir keine 3 Sterne erhalten. Hier bekommt man ein bisschen Gold und theoretisch auch noch eine andere Währung, womit man dann zum einen seine Heroes upgraden kann.
Genau, hier der ist auf maximalen Level. Diesen könnte ich upgraden. Ihr habt ja gesehen, dass ich diesen mehrmals im Match abgegradet habe. Und dieser war sofort auf Max. Das liegt daran, dass ich ihn noch nicht abgegradet habe. Ansonsten könnte ich ihn quasi auch in einem Kampf upgraden, was sich dementsprechend dann auch lohnt. Aber warum ich das noch nicht tue, ist, es gibt noch eine Truppe, die ich nicht freigeschalten habe. Das ist so eine Poison Lady. Allerdings seht ihr schon, ich kann sie mir noch, auch noch nicht leisten. Meine Kristalle reichen zwar. Aber insgesamt reicht das halt nicht aus. Spielen wir das nächste Level auf Hard und hoffen, dass ich dieses gut meistern kann. Ich bin dafür hier. Je nach Möglichkeit. Hallo? Ich kann ja aus irgendeinem Grund nirgendwo Truppen setzen. Ach so, weil ich die Granate aus irgendeinem Grund selected hatte. Warte. Ich habe den dort oben kaum in Reichweite. Kriege ich den überhaupt noch weg? Ja, komm. Ja, das reicht noch. Glück gehabt. Das wäre nämlich echt doof geworden, wäre jetzt schon durchgerannt. Ich glaube, mein Problem war jetzt in dem Game, dass ich dadurch, dass ich den Crazy Dino zu spät gesetzt habe und allgemein nicht bereit war, die Specials zu zünden, nicht dazu kam, aus meiner Mid-Game-Defense die Late-Game-Defense aus den teuren Truppen aufzubauen. Was ja so gesehen sehr, sehr wichtig ist. Ich setze mich noch ein bisschen näher ans Mikrofon, damit ihr mich weiterhin gut verstehen könnt, auch wenn ich mich ein bisschen bequemer auf den Stuhl setze. Warum auch immer ich euch das jetzt gesagt habe. Jetzt habe ich hier zweimal Flächenschaden, jetzt kann ich probieren schon mal, jetzt schon mal hier im zentralen Bereich ein paar stärkere, teurere Truppen zu bekommen. Ich denke nicht, dass wir die 60 für diese Truppe hier zusammenbekommen. Diese ist allerdings ziemlich geil, denn sie hat einen kleinen Flächenschadenradius. An sich geht es dabei aber um Single-Target-Damage. Und mein Mikrofon hält gerade nicht richtig, was mich leicht stört. Dann setze ich mich halt wieder anders hin. Ist ja letztlich auch egal. Dann diese Truppe hier ist auch relativ cool. Die setze ich gern in den hinteren Bereich, denn sie verursacht Angst. Und Angst bewirkt, dass die Truppen zurückrennen. Alle anderen Truppen habe ich schon erklärt, oder? Achso, nein, die für 24 noch nicht. Diese schießt einen Laserstrahl, der in einer geraden Linie Flächenschaden macht. Bietet sich halt einfach hier nirgendwo an. Wow. Ich glaube, ich brauche hier mal einen Crazy Dino. Aber dann könnte es sogar was werden mit den 60. Ich meine, ich bin jetzt bei 30, habe erstmal einen Crazy Dino. Und zwei von den Flächenschadentruppen. Und ja, ich spare jetzt halt schon ganz gut und dadurch, dass die Truppen so einzeln kommen, outplayen sie zwar ganz gut meinen Flächenschaden, richten aber auch nicht so viel Schaden gegen meinen Crazy Dino an. Andererseits schaffe ich es nicht, hier zu sparen. Nee. Ich kann probieren, hier jetzt mal einen Single-Target-Firehead aufzubauen. Des Weiteren den nächsten Crazy Dino. Aber jetzt bin ich halt auch schon wieder finanziell ordentlich zurückgefallen. Hätte ich den Firehead eher gesetzt, wäre ich wahrscheinlich in der Lage gewesen, die 60 zusammenzusparen. Was, denke ich mal, schon mir. By the way, wir sind schon in Runde 5 von 6. Und ich habe hier immer noch 4 Truppen auf dem Feld. Kein Wunder, dass ich das nicht wirklich schaffe, hier auf 60 zu sparen. Wobei wir natürlich auch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad sitzen. Ich zünd hier beide Flächenschadentruppen, also ich zünd ja direkt alle Fähigkeiten, einfach um möglichst diese Truppen wegzubekommen. Aber selbst das ist gescheitert. Ich setze jetzt nur einen Rubberboy, aber ich sehe es ein, ich schaff's nicht. Jetzt würde ich ganz gerne nochmal 35 sparen. Oder wisst ihr was? Nein. Das geht nur schief. Ich habe hier jetzt schon ein immenses Problem. Ich hoffe, der Shadow Ninja reißt hier was, der macht ganz guten Schaden, aber nein. Jetzt haben wir wieder das Problem, dass wir am Ende die Truppen nicht mehr wegbekommen. Ich würde sagen, hätte ich im Midgame den einen Firehead noch gesetzt, wäre ich in der Lage gewesen, hier was zu reißen. Aber okay. Wir können ja mal, damit ihr die ganzen Truppen seht, das nächste Level auf Normal spielen. Allgemein denke ich mal, dass ich mehrere Parts von diesem Spiel machen werde, da es mir sehr viel Spaß macht. Ist natürlich auch abhängig davon, ob das Spiel euch gefällt. Ich würde gerne hier ganz oben was setzen. Fuck, jetzt brauche ich ja noch ein Firehead.
Schafft er es so überhaupt? Come on. Bitte kriegt ihr noch mal in Reichweite. Nee. Dann muss ich hier jetzt direkt schon meinen Golem setzen. Der Golem glänzt vor allem mit Hitpoints. Natürlich macht er auch einigermaßen soliden Schaden, aber gerade in den letzten Wellen kann man den Schaden, der vom Golem ausgeht, eigentlich vergessen. Er ist halt eine Truppe, die Zeit stollen soll für wenig Punkte, was ja an sich nicht schlecht ist. Also sich ein bisschen damit zu stabilisieren, ist schon nichts Verkehrtes. Denn dann ist es okay, wenn so Truppen wie hier mal ein bisschen durchkommen. Man hätte das alles natürlich ein bisschen mehr aneinander bauen können. Ist jetzt dumm gelaufen, weil ich es nicht geschafft habe, hier ganz oben die Truppe hinzusetzen. Warum auch immer, ich weiß es nicht, aber ist schon okay. Hier kommt ein Panzer, die haben viele Hitpoints und machen auch relativ soliden Schaden, sind dafür nicht so schnell. So ähnlich wie ein Packer in Clash Royale, kann man sagen. Der Spezial vom Golem ist, dass er zeitweilig immun gegen Schaden wird, was eigentlich ein sehr schöner Spezialeffekt ist, wenn man bedenkt, was der Golem machen soll. Und wenn man dann noch den Preis des Golems bedenkt, ist das ein echt gutes Angebot. Ich würde sagen, ich probiere jetzt schon mal auf 60 zu sparen, um euch die entsprechende Truppe zu präsentieren, denn wir spielen nur auf normal, das werde ich danach nicht mehr machen, da es halt wie gesagt relativ, also ich glaube, ich habe das noch gar nicht gesagt, es ist auf normal relativ einfach. Man sieht schon, die Truppen sterben so schnell, dass wir warten müssen, bis die nächsten kommen. Und das, obwohl ich jetzt 2 abgegradete Truppen auf dem Feld habe, mehr nicht. Das sind ungefähr 60 Kosten, aber wir sollten gleich in der Lage sein. Wobei 35, ja gut, ich könnte mein Firehead hier verkaufen. Wie viel bekomme ich denn dafür? 7. Das ist gar nicht mal so viel, wenn man bedenkt, dass ich allein fürs letzte Upgrade 7 investiert habe. Aber dafür könnte ich halt, komm, dann createn wir ihn hierzu ab. Denn ihr seht schon, zerstörerischer Schaden, wobei das geht sogar vom Schaden her. Aber, okay, ja, gegen den Panzer sieht man es gut. Ich zünde hier direkt meine Immunität, um keinen Schaden fressen zu müssen. Bei so kalt ist der Schaden gar nicht. Dann glänzt diese Truppe wirklich eher mit relativ hohem Flächenschaden. Ich bin gerade ein wenig enttäuscht. Ich meine, wir hätten das hier locker verteidigen können mit 60 Punkten. Aber irgendwie ist diese Truppe ganz schön underwhelming, kann man sagen. Ja, das Special ist nochmal extrem geil. Wow, wir haben sogar. Wir verkacken sogar jetzt noch. Na gut, ja, die Defense ist jetzt auch überhaupt nicht gut aufgestellt. Total aufgesplittet und wenig auch. Aber irgendwas muss man ja tun. Verdammt, jetzt habe ich den Golem auch noch so gesetzt, dass er uns kaum was gegen den Panzer bringt. Das ist natürlich auch super stark von mir. Ich weiß natürlich nicht, ob das der letzte Panzer ist. Ich gehe einfach mal davon aus, weil dann kann man hier einen kleinen Trick anwenden. Und zwar verkauft man die Truppen, die man nicht mehr braucht. Ich weiß gar nicht, hat er jetzt noch Reichweite auf dem Panzer? Nein, hat er nicht. Können wir den hier für 25 verkaufen, können uns hier noch einen Crazy Dino gönnen und haben das sehr, sehr schlecht geschafft. Also es war keine gute Idee, ihn zu verkaufen. Absolut nicht. Den Hothead. Spielen wir einfach mal das nächste Level auf Hard. Wenn ihr wollt, dann spiele ich das ganze Spiel auf Hard durch. Es sind gar nicht so viele Level. Also dann einfach mal in die Kommentare schreiben, dass ihr das wollt. Oder mit einem Like. Sehe ich das auf jeden Fall auch. Ist euch überlassen. Ihr könnt auch beides tun, um ganz sicher zu gehen. Würde mich natürlich sehr freuen. Auch konstruktive Kommentare. Und abonnieren und keine Ahnung, was ich noch für Werbung an dieser Stelle machen kann. Auf jeden Fall würde mich das alles sehr, sehr freuen. Ich habe ihn jetzt so weit oben gesetzt, weil ich potenziell meine Beast Defense erst hier lang und hier um die Kurve, also hier lang und hier um diese Kurve erst aufbauen möchte, da hier auch Truppen rauskommen können, potenziell. Hier kann man nichts setzen, also hier, darunter kann man nichts setzen. Ist ja auch absoluter Schwachsinn, da was zu setzen.
setzt jetzt hier den zweiten hin mit seinem Flächenschaden. Dadurch ja an beiden Seiten sehr früh kommt, warum ich jetzt diese beiden Spots gar nicht nutze, kann ich euch nicht genau sagen. Eigentlich könnte man hier ja mal versuchen, einen effektiven Laser Down zu kriegen für 24. Haben wir ja bald. Ich meine, ich kann dann beide Wellen auf einmal sehr schön Flächenschaden, sobald sie dort ein bisschen vorgedrungen sind. Und danach muss ich auf jeden Fall in Single Target Damage investieren. Da haben wir natürlich den Hothead, den ich sehr gerne nehme. Dann können wir auch endlich mal meine Dark-Hexen, Nacht-Hexen, irgendwie sowas in der Art runterkriegen, die ich eigentlich auch gerne setze. Gerade im Late Game sind die ziemlich geil, weil man halt wirklich Truppen zurückschickt und so sehr viele Kills doch noch bekommen kann. Ihr habt ja gesehen, wie gut das gewesen wäre. Und nebenbei machen sie auch noch soliden Schaden. Ja, für 35 Punkte ist es tatsächlich nicht so viel Schaden, aber der Schaden ist dennoch solide. Hier lohnt sich, denke ich mal, ein Thunder Roar, wobei wir diesen Push wahrscheinlich auch ohne abgewehrt hätten. Dann könnte man hier einen Slow-Effekt, aber ich möchte lieber erstmal hier hinten, ja eigentlich eher hier, eine Nachthexe aufs Feld bekommen. Ein Dark Witch, tut mir leid, keine Nachthexe, eine Dark Witch. Kann man natürlich mit verschiedenen Spielen auch durcheinander kommen bei den Namen. Und der Laser, jetzt hat man es gesehen, ist natürlich auf dieser Lane dann sehr, sehr threatening. Sobald hier vorne allerdings keine Truppen mehr sind, bringt mir das alles auch nichts mehr. Somit sollte ich meine Defense auf jeden Fall auf diesen Teil verlagern, um die Truppen auf den rechten Teil verlagern, um die Truppen auf der linken Seite nicht zu zerstören. Ich kann jetzt eine zweite Dark Witch setzen. Dann würde ich hier ganz gerne Slow Effect hinbekommen. Oder vielleicht eher hier. Oder ich würde ganz gerne von dem großen Laser die Reichweite kennen, aber das geht jetzt nicht, weil ich dann eine Special zünd, was ein bisschen nervig ist. Oder ich nutze jetzt einfach den Special, um zu sehen. Der bietet sich hier sowieso an. Okay, dann könnte man auch versuchen, hier einen Slow-Effekt zu platzieren. Dann hier ein paar Hotheads und hier den nächsten Slow-Effekt. Ich glaube, das ist keine dumme Idee. Hotheads sind die roten mit dem Feuer. Lässt sich am Kopf her ganz gut herleiten. Also bringe ich hier jetzt ein bisschen, das geht mir gerade zu schnell, slowen wir es mal auf das normale Tempo zurück. Bringen wir hier die Hotheads hin. Danach den nächsten Slow-Effekt aufs Feld. Dann sollten wir durchaus in der Lage sein, das hier alles noch abzuwehren. Hoffe ich. Ja, ich kann hier jetzt nochmal das Special von dem Hothead zünden. Dann sollten wir auch den killen. Und ja, das sind 8 Wellen. Ich will noch nicht sagen, dass es gut aussieht. Wir haben schon eine echt starke Defense, gerade weil sich hier auch ein Crazy Dino anbietet. Den setze ich aber erst, wenn wir ihn brauchen, was jetzt noch nicht ist, damit er nicht unnötig angechippt wird. Und hier noch ein Hothead. Lieber hier noch 2 Nachthexen. Oder, wie viel Reichweite hat denn diese Truppe, wenn ich sie da setze? Wenn ich die Lane hier mit treffe, lohnt sich das? Komm, das schafft ihr noch. Ach, schade. Kein Flawless. Ja, komm. Setzen wir sie einfach mal. Weil hauptsächlich fungiert sie auch damit, dass wir einen Special zünden können, der halt die Power aller Truppen steigert, was ich auch sehr, sehr stark finde. Ich glaube, hier ein Crazy Dino ist echt keine dumme Idee. Können wir auch eigentlich schon, sobald wir die 18 Punkte haben, setzen, damit wir nicht vergessen, uns die 18 Punkte für später zurückzulegen. Ein skillvoller Player würde das wahrscheinlich anders machen, aber ich spiele dieses Spiel ja selbst nicht so lange. Ich habe es zweimal durchgespielt, auf leicht und auf normal. Daran sieht man auch, dass es nicht sehr lang ist, wenn ich sage, ich habe es zweimal durchgespielt, aber bin noch kein sehr skillvoller Player. Oder ich bin einfach ein Noob. Das kann natürlich auch sein. Aber auf jeden Fall erkennt man daran, dass dieses Spiel nicht zu umfangreich ist. Weil sonst wäre ich einfach irgendwann dann auch nicht mehr bad. Ich glaube, ich use hier ein Sub-Zero. Und hier hätte ich ganz gern noch einen zweiten. Andererseits, wenn ich einen zweiten Laserblaster setze, dann kill ich ja die Truppen zu früh, sodass der Laserblaster mir weiter hinten nicht mehr hilft.
Oh fuck, das ist eine starke Welle. Und die Specials von denen ist gar nicht so gut. Sind gar nicht so gut. Ich hoffe, der Crazy Dino macht hier Work. Ich sende auch die nächste Welle rein, weil ich die finanzielle Unterstützung brauche, denn wie bei Tower Defense Games eigentlich üblich. Ich glaube, ich setze jetzt noch einen dritten Thunder Roar, weil es fehlt ein bisschen am Flächenschaden, habe ich das Gefühl. Der Single Target Damage ist eigentlich okay. Aber am Flächenschaden, da hängt es so ein bisschen. Sub-Zero. Und komm, chargen wir nochmal alles. Senden wir die Dark Sphere, die eine Truppe oder mehrere Truppen woanders hinportet auf der Map. Was auch sehr hilfreich ist, da die ja sehr weit hinten sind, also die Wahrscheinlichkeit, dass die Truppen weit nach vorne geportet werden, ist sehr, sehr, also nach vorne, ich meine, ans Ziel halt in die Nähe, ist ziemlich gering. Und wir bekommen tatsächlich die Truppen nicht ganz down. Hat er gerade den Golem ge-one-hitted? Autsch. Ich brauche hier nochmal einen Golem, um das wegzubekommen. Ich glaube, mein Problem ist auch ein bisschen, dass ich die frühen Specials zu selten verwende. Aber es ist halt auch echt schwer, sich auf alles zu konzentrieren. Gerade als Anfänger. Als der ich mich in diesem Spiel noch bezeichnen würde, auf jeden Fall. Die Angst rettet uns gerade nochmal ein Leben. Das ist sehr, sehr schön. Ich denke nicht, dass wir nochmal genug von Crazy Dino zusammenbekommen. Das ist wiederum sehr schade, weil ein Crazy Dino wäre nochmal echt gut. Bitte Sub-Zero, hab's nochmal in Reichweite. Nope. Dann muss ich mit dem Titan was probieren. Ich verkaufe den hier. Und ich verkaufe den hier. Ich hoffe, ich schaff das alles noch in Time. Ich habe den ja nicht verkauft. Jetzt kann ich mir hier noch einen Crazy Dino leisten. Ich hoffe einfach, dass dort ganz links keine Truppen mehr kommen. Ansonsten war das ein sehr gewagtes Investment, weil ja, die könnten halt noch helfen. Auch den Hothead dort hätte man noch verkaufen können, aber muss man ja nicht zwingend machen. Warum bleibt dieser komische Roboter dort stehen? Das ist eigentlich kein Effekt dieser Truppe, die all meine Truppen boosten kann, was sehr, sehr wichtig ist, gerade in den letzten Waves. Auf jeden Fall haben wir jetzt nur noch diesen Gegner hier, den wir besiegen müssen, zumindest bis die nächste Welle kommt und fuck, die kommt nochmal auf beiden Lanes. Dann war das ein echt gewagtes Investment. Ich hoffe, ich werde das nicht bereuen. Aber ich würde ganz gern jetzt nur noch in Crazy Dinos investieren. Habe ich noch für mit dem Thunder War die beiden in Reichweite? Ja, habe ich sogar. Geil. Fuck, ich habe keine 18. Und die schießen auf mein Crazy Dino. Das ist auch blöd. Gerade weil ich das Special so nicht mehr effektiv nutzen kann. Aber zumindest stallt der Crazy Dino noch super gut Zeit runter. Und wenn wir gleich einen weg haben, kann ich noch einen zweiten Dino an den hier direkt ransetzen. Oder ich setze einen Rubberman. Und fuck, da fehlt mir eins für. Und einen mit dem Schwert wollte ich jetzt setzen, weil der Rubberman, der ist eigentlich auch ein ganz gutes Investment, dadurch, dass er den Effekt hat, dass die Truppen, ich glaube, verwirrt oder so. Na dann, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr über eine positive Bewertung. Daran sehe ich auch, dass ihr mehr von dem Spiel sehen wollt. Könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. Abonnieren, um nichts zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.